Hallo, ich bin ein Stollentroll und ich heiße euch herzlich willkommen. So, Schnauze. Ich heiße euch herzlich willkommen hier zurück zu einer Rideshow, meine Freunde. Heute gucken wir uns zwei Coaster an. Bäm! Und die sind so ein bisschen future-mäßig angehaucht. Ja, yeah, wie so auf so einem Alien-Planeten. Ja, es sind Blueprints, beide. Und, ja, wir gucken uns das mal an, wie future-mäßig das Ganze hier rüberkommt. Wir drehen uns jetzt mal um und dann sehen wir zuerst vom lieben Wormgar Cyber Kenno. Und man sieht, es sieht einfach nur grandios aus. Er hat auch dieses neue Karussell verbraten hier. Dieses Ausguck-Ding, was hier auch mega geil reinpasst. Und man weiß aber erst gar nicht, was ist das überhaupt? Ist es eine Achterbahn oder ist es nur dieses Teil? Es sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil aus. Und als Blueprint einfach richtig zu empfehlen, kann man sich geil in den Park setzen. Ich weiß auch gar nicht, was das hier, diese hell leuchtenden Teile, was ist das eigentlich? Was hab ich denn jetzt hier? Was das eigentlich ist, das würde ich jetzt doch mal ganz gerne wissen. Zeig mal bitte. Das sind einfach... Ah! Färbbares Panel. Okay. Kenne ich, habe ich auch noch nicht mitgearbeitet. Keine Ahnung. Aber das war jetzt gerade mal wichtig für mich. Aber hier, das sieht einfach nur future-mäßig aus, oder? Auch wie sich das hier anschmiegt, ja, an diesem ganzen Gedings. Aber... Leute, es ist nicht nur dieses Ausguckteil, sondern ist hier drinnen ist auch noch eine Achterbahn. Ich habe jetzt den Weg nicht angeschlossen. Das kann man hier drinnen, ist relativ hohl, das Ding. Da kann man dann die Leute anstehen lassen. Aber wir gehen einfach mal hier lang und befinden uns dann im Ein- und Ausgangsbereich dieses Coasters. Echt future-mäßig, oder? Das muss man einfach mal sagen. Das sieht aus wie, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Irgendwie baue ich hier was. Ich weiß nicht, was das soll. So, jetzt aber. Jetzt haben wir den ausgewählt und jetzt machen wir hier mal Aces Sky heißt er. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Name ist, aber ich glaube nicht. Und der gute Gustav drückt mal das Knöpfchen hier und das sieht einfach schon richtig geil aus. Da, diese Kabel auch oben drüber, das erinnert mich immer an Jet Set Radio Future. Kennt ihr das noch? Ich glaube, das war ein Xbox-Titel, wo man mit so Cyberspace Rollerblades auf diesen Teilen lang gedödelt ist. Aber das hier ist natürlich ein bisschen unrealistisch, dass ihr in der Bahn Sachen sind. Das ist natürlich, naja. Aber wir sehen, es ist eine Bobbahn quasi. Und wir gucken mal, wohin die uns führt. Alter Schwede. Das ist schon ordentlich schnell hier. Zacki die Boom. Fühlt sich irgendwie an wie so ein Racing-Game. Ich möchte jetzt am liebsten den roten oder den grünen Panzer loswerden. Aber das ist schon ganz geil. Das ist schon ganz geil. Hier, das ist natürlich auch komisch, dass da einfach was mitten in der Bahn ist, aber auch geil mit den Lichtern. Und dann auch mal einfach, wir fahren natürlich noch eine Runde, ich will mir das nochmal angucken. Einfach mal eine schöne Bobbahn, ja, als Cybercoaster. Sieht man ja auch nicht alle Bahnen. Sieht man ja auch nicht alle Tage. Eine Bobbahn ist für mich ja eher, weiß ich nicht, im Winterthema vielleicht. Oder, ja, in dem klassischen Thema, Holz. So, ja, aber... In so einem Space-Thema ist das doch auch nicht so häufig. Wir gehen mal gerade in einen anderen Sitz, würde ich sagen. In einen anderen Wagen. Das ist auch irgendwie eine komische... Was ist denn das überhaupt für ein Wagen hier? Sitzen zwei Leute hintereinander. Also das hier, was in der Bahn liegt, Schwamm drüber, komplett unrealistisch. Kann man ja noch rausnehmen. Und dann hier runter. Das ist schon ganz geil. Aber das ist schon... Ist das vom Speed her noch im Rahmen, ist die Frage. Ist natürlich die, das ist schon ordentlich hier. Wie das Ding rechts und links, aber man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist eigentlich. Das ist schon cool. Jetzt diese geilen Lichteffekte. Das ist ein toller Coaster. Ey, das ist ein tolles Gesamtteil, was man sich in den Park stellen kann. Dann natürlich noch mit diesem Ausguck-Ding. Ja, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Kann ich euch nur empfehlen, auf jeden Fall. Und hier, das sieht auch alles ganz toll aus. Wobei, es ist so ein bisschen Stilmix. Ein bisschen komisch alles. Es ist schon... Echt strange, muss man einfach sagen. Aber deshalb nicht schlecht. Was haben wir hier? Irgendwelche. Das erinnert mich gerade irgendwie an Cyberpunk. Ja? Leute. Richtig cool. Wir können ja nochmal hier, wir gucken uns das natürlich nochmal von außen an, drehen hier nochmal eine Runde. Das sieht schon irgendwie echt geil aus. Muss man einfach sagen.
Sieht schon sehr, sehr futuristisch aus. Sehr, sehr geil auf jeden Fall. Wie dann die Bobbahn hier so lang dödelt. Richtig cool. Und ich will jetzt hier nicht... Da kommt sie. Dachte ich. Ich will jetzt hier nicht schon vorweggreifen, indem ich die andere Bahn zeige, die wir uns jetzt angucken werden. Aber das hier ist schon mal echt cool. Vor allem auch das hier. Was ist das soll... Was ist das? Ich meine, das sieht so ein bisschen aus wie das hier, aber es dreht sich halt, ist ja halt kein Karussell. Ist aber trotzdem cool. Aber hier die erste Kurve, mein lieber Scholli, geht hier schon ordentlich ab, ne? Aber wie sich das hier so rumschlängelt, das ist schon geil gemacht. Das ist schon geil gemacht. Richtig großen Respekt also an Wormgar. Und jetzt kommen wir zur nächsten Attraktion. Und die steht hier. Und die ist von Swiss. Ey, sag mal, Swiss, bist du Swisser? Den ich auch kenne, oder ist es ein anderer Swiss? Weil sonst, herzlich willkommen. Ey, schön, dass du mal was gemacht hast. Ansonsten aber auch an den anderen Swiss, wenn du das nicht bist. Das hier sieht auch mega aus, einfach. Dieses schiefe Design, ja, mega cool. Und halt auch so ein bisschen future-mäßig. Wobei das eher industriell ist, sagen wir mal industriell. Aber ich finde, es passt trotzdem ein bisschen auch zu dem anderen Coaster. Deswegen habe ich die jetzt hier mal nebeneinander geklatscht. Das sieht schon auch geil aus, vor allem mit dem Zug da in der Mitte. Und ich muss ja sagen, in Real wollte ich schon immer mal so ein Ding fahren hier. Ich habe es aber noch nie irgendwo gesehen. Wo gibt's die? Jetzt kommen wieder die Experten. Wo gibt's so ein Teil hier? So ein Teil hier. So ein Freight Yard Switch Tracks. Freight Yard Switch Tracks. Sehr, sehr geiles Schild im Übrigen. Richtig geil. Passt richtig geil hierzu. Also hier ist wirklich alles designt. Das kann man sich so wirklich perfekt in den Park stellen. Einfach mal eine Achterbahn auf wirklich kleinem Raum. Eigentlich müsste es doch solche Teile hier mit ein bisschen weniger Theming als transportable Achterbahnen geben. Ich meine, die brauchen nicht viel Platz. Die kriegst du fast in jede Ecke rein. Und ist halt geil. Warum gibt's das nicht als transportable Achterbahn, Leute? Das ist jetzt mal die Frage. Habe ich jetzt vielleicht ein Geschäftsmodell entdeckt, ein neues? Naja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt natürlich mal eine Runde hier mit drehen. Ich bin gespannt, wie sich so ein Teil fährt. Das ist ja quasi einfach eine wilde Maus mit engen Kurven, aber in der Vertikalen. Ich bin mal gespannt, ob mir das Spaß macht. Ich finde, das ist immer, also wenn man die Original-YouTube-Videos davon kennt, das sieht immer ein bisschen ruppig aus, finde ich. Aber ich glaube, das täuscht. Ich glaube, das ist ein geiles Fahrgefühl, dann da hängend einfach durch dieses Ding zu fahren. Das ist, glaube ich, schon ganz geil. Ich bin gespannt. Schöner, langsamer Lift hier, aber das braucht auch nicht schneller zu sein, wenn man hier auch was von der Fahrt haben möchte. Das sieht schon hier mit den Rohren dran. Ich weiß jetzt gar nicht, was Theming und was nicht ist tatsächlich. Ich kenne diesen Achterbahntypen gar nicht. Ist das ein ganz normaler? Ja, ist wahrscheinlich alles Theming, ne? Und dann hier Dropkick ähnlich. Wird man hier erstmal abgedödelt. Und jetzt, das ist natürlich wirklich wie wilde Maus, nur vertikal. Das ist ja krass. Das ist krass. Ich glaube, das macht Laune, oder? Ich glaube, das macht Laune. Ich finde das cool. Hier jetzt noch coole Musik bei. Dann hast du ein richtig geiles Teil. Mega. Also wirklich auf engstem Raum einfach mal schöne Achterbahn hier. Ich finde es super. Ich will noch eine Runde. Auch hier der Zug. Das ist schon, das sieht einfach Hammer aus. Muss man was sagen. Vor allem die Strecke an sich braucht ja noch weniger Platz. Das meiste an Platz geht ja wegen dem Zug und der Ein- und Ausstieg hier flöten. Und die ganze Bahn an sich ist ja wirklich sowas von komprimiert auf engstem Raum. Das ist nämlich schon richtig, richtig cool. Definitiv. Ey, ich kann es nur empfehlen. Das passt ja wirklich in jeden Park rein. Wenn ihr wirklich mal keine Zeit habt, jetzt selber in so einen Coaster zu bauen, das Teil hier wertet euren Park auf. Muss man was sagen. Und ich glaube, die Leute lieben es. Dieses auf dem Kopf hier fahren, das ist schon ganz cool. Das ist schon ganz geil. Muss man was sagen. Also großes Kompliment an Swiss oder Swisser. I don't know, ob du der gleiche bist. Werde ich wahrscheinlich erfahren. Ja, Leute. Das war's dann auch schon für diese Rideshow. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ich konnte euch hier vielleicht ein bisschen was Neues zeigen, was ihr euch vielleicht an euren Park stellen könnt. Ansonsten sage ich erstmal tschüss. Vielleicht habt ihr euch aber auch nur Ideen abgeholt. Das ist ja auch immer ganz schön. Denn so ein Coaster hier kann man natürlich auch selber bauen und selber themen, vielleicht in einem anderen Thema. Das geht natürlich auch. Ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Brilli. Ciao, Leute.